Bemalung. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Super, der Matthias ist wieder da, ohne Photoshop gedönst. Ich bin zufrieden. Nee, du hast das missverstanden. Heute wird Photoshop gemacht. Und Michael, Photoshop ist mein Leben. Das ist heute eine Ausnahme. Nein. Um was geht's? Ich habe zu meinem Geburtstag von der Kiki, die auch hier im Chat drinnen ist, Kiki hat gerade vorher geschrieben, eine Resin-Figur bekommen, die mich darstellt. Und diese Resin-Figur... Moment mal ganz kurz. Seht ihr hier? Beziehungsweise, jetzt müssen wir schauen, ob das hier auch geht. Hier. Und nicht erschrecken, Kiki, ich habe sie zerlegt, damit wir sie besser bearbeiten können. So, Frage an alle. Ist mein Bild hier, ist das zu groß? Wenn wir hier so malen, müsste das doch gehen, oder? Schärfe können wir dann ziehen. Ich habe eine andere Kamera jetzt mittlerweile drinnen. Na komm, du schaffst die Schärfe, du schaffst es. Ach komm, beim Test hat es super funktioniert. Wir müssen sie... Jetzt haben wir es. Ist das scharf genug? Ist das cool? Passt das so? Weil wenn wir so malen, dann seht ihr auch wirklich was. Ich sehe euch und ihr seht mich und mich zweimal. Also die Hand seht ihr doppelt. Wahnsinn, oder? Kiki sagt, ihr Herz weint. Naja, das muss so sein, Kiki. Geht gar nicht anders. Die Figur, die wäre an und für sich so zusammengesteckt. Und dann hätte sie hier noch diesen Arm. Und um da richtig reinzukommen, beziehungsweise um auch diesen Bunsenbrenner, der hier richtig liebevoll gebaut wurde, und vor allem auch die Finger hier schön malen zu können, müssen wir eigentlich hier das Ganze ein bisschen zerlegen. Vor allem möchte ich die Base hier richtig cool gestalten. Ich möchte das nicht einfach auf glatten Boden haben, sondern ich möchte, dass ich... in irgendeiner Form so in einer Wüstengegend bin oder so. Irgendwas total krasses. Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe es schon grundiert, weil das Resin an und für sich so blau ist und direkt auf Resin drauf zu malen, geht nicht gut. Man kennt das vielleicht. Krass ist gut, meint die Anta. Hallo Anta, grüß dich. Ist das Sven auch schon da? Den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ist er schon da. Schreib mal rein, Sven. 3D-Druck mit Photoshop bemalen und jetzt kommst du. So schaut's aus. Das Bild ist schief, ja. Anneliese, das gehört so. Also, dieses Bild gehört schief. Ich mag das. Ich mag das, wenn es schief ist. Habe ich dann Rahmen eigentlich? Nee, ich habe keinen Rahmen. Aber ich habe mir gedacht, schief ist das neue Gerade. Heute dürfen wir das machen. Direkt auf Resin rauf zu malen ist nicht so, dass man das machen sollte. Resin ist überhaupt, nachdem es rauskommt aus dem Drucker, muss man es waschen und in Chemikalien am besten waschen. Guten Abend in die Runde, hallo Markus. Und ich rate aber dazu auch nochmal mit Kernseife und mit einem Zahnbürstchen die Drucke richtig ordentlich zu putzen, dass sie diese ganze Schmierereien runterbekommt, die das Resin eben leider Gottes hinterlässt. Dann grundieren und beim Grundieren mit einer guten, aber sehr dünnen Grundierung arbeiten. Am besten zwei, dreimal leicht drüber trocknen lassen. Nochmal drüber trocknen lassen. Und es muss auch nicht zwingend die ganze Figur komplett weiß oder schwarz oder dem, was für Grundierung ihr habt, bedeckt sein, sondern es reicht, wenn da so ein leichter Nebel drüber ist. Es geht ja nur darum, dass die Grundierung etwas rauer ist als das Resin oder saugfähiger und dass die nächsten Farben, die wir draufhauen, dann im Prinzip besser halten. Kleekram. Ich weiß nicht, was du meinst. Egal. Hey, hey, alle wunderschönen Grüße aus Nordschweden. Nordschweden ist aber weit weg. Der Badewanne-Wikinger. Ja, viel Spaß in der Badewanne. Und lacht mich nicht aus, aber ich trage wahrscheinlich heute zum ersten Mal, weil es einfach unfassbar scharf ist, eine Brille, okay? Ich muss mal schauen. Das wird sich schon irgendwie spielen, ja. Bin echt am Überlegen, weil mir einen Resindrucker zu holen habe. Zwar etliche Filamentdrucker, aber das wäre auch noch eine Steigerung. Mich hält nur die ganze Nacharbeit, Sauerei ab. Ganz im Ernst, wenn du es gewissenhaft machst, geht das ja. Es ist machbar.
Bei Photoshop richtet die Horizont gerade, bei YouTube alles schief ist gut, ja. Man klebt, also, okay. So. Endlich Brille, bravo, meint der Herr Pyrenee. Ja, sie ist aber schon dreckig, sehe ich gerade. Ist eine Lesebrille aus dem Hofer. Aber 1,5 Dioptrien und voilà. Ich sehe auf einmal, dass ich Fingerabdrücke hätte. Also, ja. Legen wir langsam los. Man wird halt alt. Naja, alt. Ja, womöglich, ja. Wird man alt. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen und wahrscheinlich muss ich mich auch zwingen. So, die Frage ist, was oder wie werden wir anfangen? Ich glaube, wir fangen mit der Base an. Die Base ist im Prinzip, was haben wir denn alles? Kiki hat da sehr, sehr viele kleine Sachen drauf gemacht und das ist großartig. Wir haben einen Erste-Hilfe-Koffer, eine Spraydose. Dann haben wir, Kiki, ist das, oder soll das Gaffer-Tape sein oder soll das Klebstoff sein? Musst du mir noch sagen. Könnte nämlich so eine Klebstoffdose sein, aber könnte auch Gaffer sein, nur fehlt dann in der Mitte das Loch. Das ist das Einzige. Patex. Patex schreibt die Kiki. Okay. Oh, Patex wird schwierig. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Krug, den ihr vielleicht kennt. Diesen Krug, den gibt es ja schon als Video. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach mal. Übrigens, ich möchte gleich zu meiner Verteidigung sagen, die Kamera über uns, das ist jetzt eine 700D. Ich habe die getauscht. Meine Sony A7R hat einfach den Geist aufgegeben. Die ist mittlerweile im Arsch. Und jetzt muss ich immer wieder, weil ich es noch nicht habe, die Akkus laden. Das heißt, ich habe momentan zwei volle Akkus da, aber unter Umständen könnte es passieren, dass sich diese Akkus irgendwann mal verflüchtigen und ich dann einfach kein Bild habe. Falls wir kein Bild haben, müsst ihr es kurz schreien, dann werden wir es einfach, werden wir kurz tauschen. So, wir könnten mit Kontrastfarbe anfangen, was aber, so, ich muss mal schauen. Ich habe hier ja eine Menge Farben. Und die habe ich jetzt alle noch nicht vorsortiert. Die Frage ist, ob ich schwarz hier habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich der dämliche Typ von nebenan, der kein Schwarz hier dabei hat. Nee. Dann fangen wir mit Dunkelgrau an. Das ist aber auch in Ordnung. Und lösen mal das grundlegende Problem, dass wir viel zu hell sind für die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich werde hier meinen Farbdosen. Das kann ich so machen. Wunderbar. Gut. Akkus laden kennen wir aus der Werkstatt. Naja, aber damals hatte ich es dann auch schon so hinbekommen, dass die Akkus dann gegen so Dummy-Akkus getauscht wurden. Dummy-Akkus sind im Prinzip Akkus, die ein Kabel haben und auf die kann man dann weiter laden, also die kann man anstecken. Das war super. So, kurz maltechnisch, ihr seht schon, nein, ich mal hier komplett auf der falschen Stelle. So, ihr seht schon, wie Resin sich hier verhält. Der Boden wurde von mir nicht perfekt mit Resin ausgearbeitet und nicht mit Resin, mit der Grundierung ausgearbeitet. Ich muss mich hier echt konzentrieren, dass ich rede und gleichzeitig was Vernünftiges mache. Okay, jetzt geht's wieder. Resin bildet, wenn Farbe draufkommt, so eine leichte Schicht. Und wenn nicht überall hier schön die Grundierung drauf ist, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir zwei, dreimal drüber malen. Über die einzelnen Klebestellen, wo der Stuhl dann wieder draufkommt, werde ich jetzt hier nicht drüber malen. Ich mache jetzt einfach nur mal eine Basisgrundierung hier drauf, damit wir weiterarbeiten können. Werden wir wahrscheinlich ein, zweimal drüber malen müssen. Aber das ist auch nur die Vorbasis oder die Vorgrundierung für die Bodenstruktur, weil ich möchte hier mit Strukturen arbeiten. Der Resindruck ist zwar ziemlich glatt, aber ich möchte, dass das alles so ein bisschen vielleicht wie ein Kiesboden ist oder so, ne? Ich habe es ursprünglich überlegt, soll ich eine Holzstruktur draufmalen, dass es aussieht, als wäre es ein Werkstattboden. Keine Ahnung, ich glaube, ich mache es so. So, und jetzt schauen wir nochmal, dass wir hier ein bisschen besser Schärfe kriegen. Okay, so haben wir es besser. Natürlich, ich habe die Farben unter dem Video verlinkt, die ich nutze. Das sind Army Painter Farben. Die trocknen verhältnismäßig schnell und man kann damit eigentlich sehr gut arbeiten.
Ich habe die jetzt unverdünnt, weil für die Deckschichten verwende ich jetzt unverdünnte Farbe. Und wenn wir dann Übergänge zum Beispiel machen oder so, müssen wir das Ganze dann mit ein bisschen Wasser verdünnen. Also es sind wasserlösliche Farben. So, damit hätten wir mal die Basis geschaffen. Das kann jetzt mal trocknen. Ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen. Der Jeremy ist da. Jele, grüß dich. Hast du immer noch Corona? Oder bist du schon wieder unterwegs? So. Dann brauchen wir Brown Brutensian, sage ich nur. Nein. Ich habe eigentlich vor, die Figuren von hell ins Dunkle zu malen. Ganz anders, wie man sie normalerweise malen. Normalerweise malen wir von dunkel ins hell. Und ich möchte mir mal eine gute Farbe, einen guten Farbton zusammenmischen für das Braun des Stuhls. Ich nehme mal ein bisschen Dry Rust. Nicht zu viel. Und ein bisschen von dieser Bone-Farbe. Das geht eigentlich ganz gut so, ne? Ich glaube, ihr seht genug. Und ich sehe auch alles. Und dank dem aktuellen Mikro, das ich jetzt eben hier oben habe, muss ich nicht lauter werden oder leiser werden, wenn ich irgendwie mich drehe. Das ist ziemlich nice. So. Mal schauen, ob die zitternde Hand vom letzten Mal heute ein bisschen besser ist. Wir tragen jetzt nur noch Basis auf. Also die ersten Schichten sind jetzt reine Basisschichten, auf denen wir dann mit anderen Farbtönen weiterarbeiten werden. Da achtet darauf, dass sie nicht zu dick sind. Die Farben selber sind aber relativ dünn. Man kann es auch mit zwei dünnen Layern machen. Dazu müsste man einfach nur das Farbwasser, also den Pinsel ein bisschen ins Wasser rein und ein bisschen durchwaschen und dann haben wir eigentlich eine relativ dünne Schicht, aber dann müssen wir bestimmt auch zwei, dreimal drüber gehen. So, da unten muss ich nichts machen. Falls ihr Fragen habt, haut sie raus. Das sind so Sachen, da werden wir heute bestimmt ein paar Minuten auf manchen Stellen verweilen, bis wir einigermaßen gut und weiterkommen. So, ich versuche die Schärfe wieder zu ziehen. Jetzt hat er sie geschafft. Habt ihr das Gefühl, dass wir gut scharf sind? Können aber so arbeiten. Die Kameras haben leider nicht die wirklich tolle Technik, von wegen, dass sie einen schönen Follow-Fokus machen. Da muss ich noch ein bisschen investieren in meine Werkstatt, / in mein Büro. Stuhl in der Regel immer braun. Eieiei, oh, der hat jetzt sogar bei mir ein bisschen gebraucht. Nennen wir ihn Hocker, nennen wir ihn Stuhl. Dass ihr nicht alle dreckig lacht. Hey, ich bin neu beim 3D-Druck. Welche Kleber soll ich denn benutzen, um meine 3D-Druck zusammenzukleben? Wenn du große Sachen hast, würde ich mit zwei Komponentenklebstoff arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit dem Uhu Express, heißt er. Den gibt es auf 5 Minuten Basis, auf 2 Minuten Basis oder auf 90 Minuten Basis, also bis er trocknet quasi. Der ist ein bisschen stabiler als andere 2K Kleber und vor allem hat er eine leichte Flexibilität. Das heißt, wenn ich gerade so Waffen oder so drucke, die unter Umständen sich ein bisschen verbiegen, dann kann man mit dem relativ gute Ergebnisse erzielen. Aber ich muss dazu sagen, so richtig hundertprozentig die Bruchstellen für immer und ewig versiegeln mit Klebstoff, das kriegst du da auch nicht so gut zusammen. Sonst mit Sekundenkleber. Sekundenkleber klebt auch extrem gut oder je nachdem mit was für ein Material du arbeitest. Aber ich glaube, das hat der Maverick gerade geschrieben. Genau, Aceton ist bei ABS wie ein Klebstoff. Kannst du dir eigentlich die Reste deines 3D-Drucks,
keine Ahnung, Überhänge, Stützstrukturen und so Zeug in Glas rein, Aceton rein und dann kannst du dir so eine Breipaste anmischen. Die ist wirklich wie gnadenloser Klebstoff. Was auch geht, was ich aber selbst noch nicht wirklich gut testen konnte, ist, es gibt ja diese 3D-Druckstifte. Da hat mir der Thorsten einen zum Geburtstag geschenkt. Und mit diesen 3D-Druckstiften kannst du zumindest außerhalb die Klebestellen wieder verlöten, indem du einfach das gleiche Filament nutzt, das du vorher eben gedruckt hast. Also für meine Warhammer-Figuren habe ich immer am liebsten den Revell-Kleber genommen. Geht der für den Druck auch? Also ganz im Ernst, ich habe mit diesem Revell-Klebstoff nie gute Erfahrungen gemacht. Also auch bei den Resin-Sachen schon gar nicht. Und bei den Warhammer-Sachen auch nicht. Also ich habe den Citadel-Klebstoff genommen. So, die Basis des Stuhls ist mal fertig. Kurz mal überlegen, was sonst noch. Naja, ich glaube, sonst braucht man nichts in dem Braunton. Generell braucht man eigentlich relativ wenig in Brauntönen, oder? So, dann können wir eigentlich langsam aber sicher, ist schon trocken, mit der Basis anfangen. So, was ich hier nutze, ist nichts anderes. Das könnt ihr selber auch machen. Es gibt es als Farbton oder als fertige Farbe für die Faulen, wie eben ich oder der neue Typ. Wir sind faul. Und zwar gibt es Strukturfarbe. Ihr könnt aber an und für sich auch euch ein Farbeimerchen anmischen mit einer Grundfarbe. Meistens ist Grau da sehr interessant zu nutzen. Und in diese Farbe mengt ihr Backpulver rein, ganz feine Sägespäne, alles was Struktur macht, ganz feiner Sand. Wobei das muss wirklich, Backpulver geht am besten, weil Backpulver einfach ganz leichte Körnchen hat. Und damit kann man Farbe Struktur geben. Vogelsand, ich weiß nicht, ob Vogelsand sehr feiner Sand ist, wahrscheinlich, ja. Man verwendet in der Miniaturbastlerei sowieso ganz gerne einfach Sachen wie Kork oder ganz kleine, alte, total vertrocknete Holzstückchen, die man aufreibt und dann kriegt man einfach, ja, es sieht dann aus wie ein Schlachtfeld, wo alles Trümmer rumliegen und so Zeug. Und es gibt aber auch von Citadel, Astrogranit heißt das, Debris. Das ist eine Texturfarbe und eigentlich sind Texturfarben nichts anderes als wie Farben, die eben eine breiige Masse haben und dadurch, dass, also ich, da ist kein Klebstoff jetzt drin oder so, ne? Aber, Moment, wo habe ich denn mein Zahnarztbesteck hier? Es ist ein Farbton und in dem Farbton drinnen sind halt diese ganzen Körnchen und Strukturen und die kann man richtig breiig auftragen, na super. So, und jetzt muss ich nur Acht geben, dass ich die dort auftrage, wo der Stuhl am Schluss dann nicht ist. Die müssen auch nicht dick aufgetragen werden, können sie aber. Sie brauchen nur dann relativ lang, unter Anführungszeichen, bis sie durchtrocknen. Ich mache das Ganze jetzt wirklich wie bei den Warhammer-Figuren auch. Ich schaffe die Base quasi jetzt momentan so an, dass ich sage, okay, bevor ich die Figur bemale, wird die Base jetzt mal von der Struktur her fertig gemacht. Die wird jetzt einfach mal überall aufgetragen. Die Farbe ist schon relativ alt, die ist schon fast spröde, aber am Schluss sieht das richtig geil aus, vor allem weil man dann eben mit Drybrushen oder auch mit Washes oder so sehr, sehr gut über diese Textur drüber arbeiten kann. Ich rate aber, wenn ihr größere Stellen habt oder wenn ihr aus dem Modellbau Eisenbahn zum Beispiel kommt, dann werdet ihr diese Texturfarbe definitiv selber machen, weil so ein Döschen kostet, ich glaube, 4 oder 6 Euro, so in die Richtung. Man kommt bei Warhammer oder bei so kleinen Miniaturen sehr lange damit aus. Aber ganz im Ernst, wenn du eine ganze Eisenbahn damit machst oder ein Schlachtfeld oder sonst irgendwas, wird es definitiv zu teuer. Dann macht man sie am besten selber. So. Aber diese Base, man nennt das so, also diese Plattform, auf der jetzt eben hier die ganze Figur dann raufkommt, die ist vergleichbar mit so einer Base, die eben bei den Warhammer-Figuren auch dabei ist. So dass sie halt ich sie in dem Fall jetzt, oder die Kiki in dem Fall selber gedruckt hat. So, und jetzt schmiere ich gleich den Rand hier schön ab, dass man auf gar keinen Fall diese Körnung am Rand hat.
und dass es am Schluss so aussieht, als hätte man mit einem Kekstecher diese Base hier einfach aus dem Boden rausgestochen. So, ich probiere nochmal wieder einen Fokus zu machen. Da tut er sich echt hart. Das ist... Jetzt sind wir einigermaßen da. Kiki, kannst du... Also, du hast es eh schon beantwortet, welchen Drucker du benutzt hast. Der Druck ist wirklich sauber. Also, man sieht und fühlt vor allem, in dem Fall ist es ja so, man muss das ja fast schon fühlen, man fühlt keinerlei Linien, man fühlt keinerlei Schichten. Er ist sehr, sehr sauber. Und das Modell hat Kiki... Wie heißt die Seite nochmal, Kiki? Hilf uns bitte. Das ist eine Online-Seite, wo man diese Modelle selber designen kann. Also du kannst A, mal den Charakter, männlich, weiblich, Bart, nicht Bart, Glatze, welche Hose. Du kannst da richtig geile Figuren machen und am Schluss dir sogar die STL-Dateien davon runternehmen oder runterziehen. Und das ist, ich weiß nicht, ob es was kostet, ich glaube nicht, aber gerne mal da die Infos auch dazu rein. So. Ich trage prinzipiell eigentlich Jeans. Das heißt, ich werde mir eine blaue Hose mal grundsätzlich machen. Mit Ultramarinblau, schätze ich, wird das ganz gut. Hero Forge, genau. Die Dateien kosten knapp 10 Euro, echt? Ich dachte, die sind wesentlich günstiger. Oder war das am Anfang so, dass sie günstig waren und dann wurden sie irgendwann mal teurer? Das kann natürlich auch sein. Ein Perserteppich wäre auch schön. Ja, genau, weil ich mit euch jetzt einen Perserteppich male. Genau! Nee, ich glaube, Perser wird's nicht. So. Meine Frage, ist der Warhammer komplett gedruckt, bevor die Frage untergeht? Was meinst du, welcher Warhammer? Die Warhammer-Figuren, die ich habe oder die ich nutze, die sind gekauft. Die sind nicht gedruckt. Falls das jetzt schon die Frage beantwortet, cool. Falls nicht, bitte nochmal stellen. Ich schaue nochmal rein. Okay, die Farbe muss besser aufgeschüttelt werden. Das liegt nicht am Resin, das liegt an der Farbe, dass die Bindemittel, weil die Farbe einfach noch nie genutzt wurde, nicht wirklich schön hier sich mit den Pigmenten verbunden haben. Und jetzt sehe ich auch schon, warum, oder ihr seht es auch, warum ich sehr gerne diese Figur einfach von der Base runtergebrochen habe. Man kommt kaum ran an die Figur. Ja, auf geht's ans Berserteppich mal. Nein, ich habe alles so unter Kontrolle. Ich brauche keinen Berserteppich. Überhaupt nicht. Ich habe vor allem in meiner Werkstatt schon lange keinen Berserteppich. Weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie in einer Werkstatt, in der auch mal Späne fallen und gehobelt wird, wie schlimm es dort ist, wenn ihr einen Teppichboden drinnen habt. Mittlerweile ist einfach alles aus so einem Industrieparkett und hat dadurch jetzt einfach auch den, es ist einfach pflegeleichter, nennen wir es mal so. Und ich kann es sogar mal rauswischen. Aber ich habe gefühlt alle 3 Wochen diesen Perserteppich, den ich da drinnen hatte, vor der Haustür ausklopfen müssen, weil sich da einfach alles dran gesammelt hat. Und wenn ihr Hunde habt und ihr Hunde habt, die Haare verlieren, wisst ihr auch, dass Teppiche mit Hunden in Kombination sowieso eine Katastrophe sind. Also... Nee, Berserteppich habe ich keinen mehr. Das war auch kein Berser, sondern das war so ein Nachbauteil. Also ich glaube, ein maschinell gefertigter, den habe ich irgendwo in einem Secondhand-Laden für knapp 30 Euro gekauft. Also das war nicht wirklich toll. So. Auch das wiederum nur die Basis. Und wir würden hier niemals rankommen an die Stellen, hätte ich die Base selber nicht runtergenommen. Nur damit ich nochmal mich verteidige, weil Kiki blutet ein bisschen das Herz, dass ich die Figur zerschnitten habe. Das ging übrigens extrem leicht. Resin selber ist nicht extrem stabil. Also es gibt verschiedene Typen von Resin.
und verschiedene Laser, weil um das geht es ja auch, wie härtet der Laser das Resin aus. Aber man kann diese Stellen hier brechen eigentlich relativ leicht. Man muss mit Resindrucken schon aufpassen. Hast du schon den Typ deines Resins reingeschrieben, Kiki, was du hier genutzt hast? Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Jetzt muss ich da zwischen den Stuhl reinkommen. Vielleicht schaffe ich es mit dem Pinsel. Es sind erstaunlich viele Details. Wir haben hier Gürtelschnalle, wir haben Gürtelriemen. So, und momentan noch eine viel zu helle Hose. Dass man aber mit mehreren Malen überarbeiten dann auf jeden Fall dunkler bekommt. Clear ist auch da, grüß dich. Ich habe inzwischen keinerlei Sauerei mehr. Nein, ich glaube, man muss wirklich auch einfach nur konsequent sein und wissen, man zieht Handschuhe an, man zieht eine Maske an, weil das ist das Nächste. Ist ja jetzt nicht die ungiftigste Geschichte, Resin zu drucken. Man muss einen gut durchlüfteten Raum haben. Am besten irgendwie eine schöne Unterlage. Ich nehme gerne Backpapier, weil Backpapier einfach kostengünstig ist und relativ leicht zum Reinigen, weil man muss es einfach nur wegwerfen und dann ist alles gut. Ja, da fehlt der halbe linke Arm. Der liegt hier. Alles cool. Alles nach Plan, Claire. Alles nach Plan. Was nicht so ganz geplant war, dass ich mir jetzt hier den Stuhl angemalt habe, aber Gott sei Dank, bei der Basis ist das noch nicht so tragisch. Jetzt kann ich die Stellen hier ein bisschen ausarbeiten. In der Zwischenzeit trocknet schön fröhlich unsere Bodenstruktur hier vor sich hin. Das wird noch eine halbe Stunde, Stunde brauchen, bis wir die überarbeiten können. Aber wir haben ja genug Stellen an unserem Model, die wir hier bearbeiten können. Macht er wieder alles kaputt? Naja. Ich nutze auch nur Water Washable Resin. Okay. Jetzt mal im Ernst. Water, also wenn es wasserabwaschbares Resin gibt, ne? Also da kannst du die Stützstruktur und alles kannst du mit Wasser reinigen. Ne? Ist es dann nicht so, dass das Teil, auch wenn man es jetzt in Wasser legt, nach einer gewissen Zeit sich langsam auflöst? Klingt so wie Zucker. Ne? Zucker ist auch, wenn er hart gepresst ist, noch als Würfel, ein bisschen mit feuchten Zunge drauf, merkt man, es geht ein bisschen was runter, aber sobald er im Tee landet, wird er, nein, es wird ja danach ausgehärtet. Achso, du meinst, du wäschst es ab und dann geht es unter die UV-Lampe und sobald es unter der UV-Lampe ist, wird das Resin dann richtig hart, oder? Weil ich habe mit wasserabwaschbarem Resin noch nie gearbeitet. Genau. Sherry schreibt nein, meint aber das gleiche. Kiki schreibt genau. Okay, wunderbar. Ist in Ordnung. So. Wir könnten jetzt schon mit Feuer anfangen. Wir könnten aber erstmal Metall machen, dann die Hautstruktur. Ich glaube, das wäre am cleversten, weil das ist die Hand, die das Ganze so hält. Oh, wir hätten hier sogar noch ein bisschen Holz. Da würde ich gerne mit einem dünneren Pinsel rangehen. Hier haben wir zufällig habe ich hier einen ganz feinen, dünnen Pinsel. Kriegen wir hier noch ein bisschen was an Brauntönen raus? Ja. Weil ich möchte diesen Griff hier braun machen. Wer hat von euch letztes Mal wegen den Pinseln gefragt? Ich glaube, derjenige ist sogar hier. Und wenn ja, wollte ich wissen, ob er sich diese Pinsel dann gekauft hat. Weil wir hatten ja einige dann auch unten noch verlinkt. Aber dieser Winsor & Newton Pinsel aus der Serie 7, das sind die besten Pinsel, die ich jemals hatte. Man muss sie pflegen. Man darf sie nicht mit metallischen Farben nutzen. Das ist wichtig, weil die ziehen in den Schaft rein. Aber sonst ist das ein wirklich, wirklich guter Pinsel, der komplett seine Struktur behält und seine Form vor allem. Ne? Okay, erster Teil hier ist erledigt. Den Griff von
Könnte man auch aus Holz machen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch genug Farbe da habe. Ja, den könnten wir auch noch machen. Also von euch regt sich niemand über die Kamera auf, oder? Über die Schärfe. Dann ist das eigentlich relativ okay, oder ist es ertragbar? Erträglich, meine ich. So, damit hätten wir den auch schon mal eingefärbt. Ich meine, die ganzen Mikrodetails, die macht man sowieso erst später. Schritt für Schritt. Mal daran. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die metallischen Sachen. Da geht der Winsor wieder weg. Der wird hier reingemacht. Ich habe mir auch mal einen Nuller-Pinsel zugelegt. Ja, gutes Zeug dabei, gell? Gutes Zeug. So. Ich habe keinerlei metallische Farben hier drinnen, sehe ich gerade. Doch. Jetzt nicht teuer, ist aber auch kein Schrott. Macht schon mal einen guten Eindruck beim Malen. Es nervt teilweise, dass der Fokus springt. Lustig, weil ich den Automatikfokus eben ausgeschalten habe. Eigentlich müsste man sowas auch, glaube ich, mit einer Makrolinse filmen. Dadurch, dass ich das aber fast nie mache, also das ist das Einzige beim 3D-Bemalen, habe ich mir gedacht, wäre es cool, wenn man so eine schöne, detaillierte Draufkamera hat. So. Was schreibt die Anta? Die Anta. Die Anta mit ihrer Leitung. Okay, wir haben an und für sich. Beim Bunsenbrenner, ja gut, das ist jetzt ein kompletter Bunsenbrenner. Normalerweise haben wir diese Blaukartuschen oder diese bläulichen Kartuschen dran, ne? In dem Fall könnte man das aber auch machen. Wir machen das Teil hier blau, das hier unten und hier oben die ganze Geschichte, aber Silber bzw. der Bereich hier oben, den möchte ich so Messing oder kupfermäßig machen. Ich denke, das macht am meisten Sinn oder würde am besten am Schluss aussehen. Hier muss ich mich selber ein bisschen tadeln. Ich habe hier auf dieser Stelle drei kleine. Wo kommt denn jetzt der Fokuspunkt her? Ist der öfter da, der Fokuspunkt? Ich habe an dieser Stelle drei kleine Punkte. Das sind diese Anguspunkte von den Stützstrukturen. Die habe ich vergessen, mit dem Messer noch runter zu machen. Jetzt sind sie aber drin. Ist so. Habt ihr den Fokuspunkt jetzt auch gerade gesehen? Der so hin und her sprang? Matthias, bei Canon springt der Fokus trotzdem im Videomodus, auch wenn man AF ausgeschalten hat. Keine Ahnung warum, hat mich schon einige Videos versaut. Uiuiui, okay. Liegt, glaube ich, nicht im Fokusbereich. Teile auf dem Tisch sind unscharf und Teile in der Hand sind scharf. Naja, das ist ja auch egal. Ich mach mal so, ich mache hier mal den Manu den, ja gut, wenn ich den manuell Fokus einschalte, dann kriege ich das Zeichen hier rein. Das war der Grund, warum ich den manuellen Fokus nicht ausgemacht habe. Gut, Leute, wir müssen einfach damit leben, dass es so ist. Und ich versuche eh, Folge für Folge, die wir hier gemeinsam bestreiten, alles ein bisschen besser zu machen. Ihr habt euch schon daran gewöhnt, an den Fokuspunkt. Ja, ich sehe den ja nur, wenn ich gerade rüberschaue und zufälligerweise gerade der Fokuspunkt springt. Wenn es aber mega nervig ist, dann müssen wir es in der nächsten Folge, nicht in der heutigen, ändern. So, das Teil hinten kann eigentlich rot sein, aber ich mache dennoch alles silber,
und dry brushe dann, glaube ich, rot drüber. Ich schätze mal, das wird am besten sein. Gut so. Langsam aber sicher wird's. Der zeigt an, wo gerade gemalt werden soll. Ja, genau. Das ist ein kleiner Helfer. Rein mechanisch kann sich doch da nichts verstellen, wenn der AF vom Schalter ausgeschaltet ist, oder? Naja, ich kann den AF nicht ausschalten, weil wenn ich den AF ausschalte, dann kommt eben dieser Suchpunkt in der Linse drinnen. Also auch für euch dann sichtbar. Und dann habt ihr die ganze Zeit hier irgendwo so ein Quadrat. Ist nicht so cool. Mal schauen, ob ich da ein Update draufhauen kann, irgendwie das mit Green Lantern oder so, irgendwas, das vielleicht besser ist. Ich weiß es nicht genau. Muss ich mich erst informieren. Ich habe ja bisher eigentlich immer mit der Sony gearbeitet. Aber die Sony hat mittlerweile das Problem, dass hier das Bajonett, seht ihr diesen Rand hier? Kein Wunder, dass die nicht mehr scharf zieht. Da ist irgendwas im Inneren kaputt geworden. So, der ist eigentlich mal durch. So. Dann, alles was Silber ist, wird jetzt gerade gemacht. Die Spraydose kann hier oben relativ grob mit Silber überarbeitet werden. Also ich bin da recht radikal. Manchmal ist es komplett egal, wenn eh die nächste Schicht Farbe drüber kommt, dann male ich da einfach Ratzeputz drüber. Ist kein Problem. Die Farben sind so dünn auftragend, dass man das am Schluss nicht merkt. Bei jedem Fokuspunkt einen kurz trinken, dann geht's. Wir könnten daraus ein Spiel machen. Auf jeden Fall. So, der Deckel des Klebstoffs. Auf jeden Fall auch Silber. Den Boden, den haben wir gar nicht mehr drauf. Aber ich kann hier noch den Rand ein bisschen sauberer machen. Der Klebstoff, der ist ein bisschen von dieser Farbe, die den Boden hier besträufelt hat, voll geworden. Aber auch nicht schlimm. Den Koffer, das ist jetzt so eine Sache, den möchte ich eigentlich rot-weiß machen und die Stellen dann und vielleicht auch die Scharniere silber, aber da warten wir noch. Den Deckel vielleicht vom Krug noch. Matthias, kann auch das Bajonett vom Objektiv sein. Das hat, nein, ist bei jeder Linse, die ich habe. Ist leider so. Ich habe schon ausprobiert, Anta. Das war auch die erste Hoffnung. Dass es nicht der Body ist, sondern unter Anführungszeichen nur das Zeiss-Objektiv. Wobei, ganz im Ernst, die Kamera hat ihre besten Tage schon erlebt und ich war nie so zufrieden mit dieser Kamera. Die war nie so mein Best Friend. Ich arbeite prinzipiell eigentlich am liebsten mit meinen Canon-Kameras, da bin ich wirklich, ja, mit denen lässt sich besser Kirschen essen oder ich kann das auf jeden Fall besser. Die hat jetzt aber auch die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre als Live-Kamera gedient. Das ist im Prinzip alles, was wir aus der Werkstatt gefilmt haben, ist mit dieser Sony gefilmt worden. Und ja, jetzt ist sie halt langsam durch. Es kann sein, dass es der Bayonet-Body ist. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich die Kamera halte am Body, und die Optik bewege, dann schiebe ich hinten auch den Monitor raus und rein. Also es ist, als würde das Innenleben der Kamera nicht mehr auf der Außenhülle gut befestigt sein. Ich habe schon probiert, mit ganz feinen Schrauben das so ein bisschen zu justieren, aber die sind alle knackehart. Also ja. Sophia, unterhalb ist der Discord verlinkt. Team Matrix meint Canon, Herzchen, Herzchen. Ja, das. Ja. Mich erreicht einige Nachrichten, ob man die Datei fertig kaufen kann. Nein, bei HF muss man die Datei selbst zusammenstellen, aber wer eine Discord-Gruppe ist, wird heute Abend fündig werden. Oh, Kikiwir, das ist voll der Marketing-Gag. Ihr müsst in die Discord-Gruppe, könnt ihr euch die Datei runterladen. Könnt ihr mich in Lebensgröße auf einem Stuhl mit riesen fetten Bauch nachdrucken? Sensationell. Sekundenkleber dran, dann hält er schon wieder. Genau. So. Sophia will mir gerne privat schreiben, was? Mir oder Kiki?
Du meinst Kiki wahrscheinlich. Okay, gut. Ich dachte, ich krieg da hier schon dubiose Angebote. Ich möchte dir gerne privat schreiben. So, wir mischen uns ein bisschen rot zusammen. Das hatte ich auch mal mit einer Minolta 7D und dem 70-200. Ab da habe ich dann am Objektiv gegriffen und nicht mehr an der Kamera. Was so viel Filament, nochmal, was ist los mit dir? Wenn ich einen Terminator drucken kann, kannst du einen Schweighofer auch drucken, oder? Das ist alles nur kein 100-100-Rot. Wir brauchen ein 100-100-Rot. Wisst ihr, was 100-100-Rot ist? Ein Signalrot. Den dicken Bauch habe ich selber, aber so eine Figur machen wäre schon interessant. Blöd, wenn ich keine Kugeln noch in den Farben drinnen habe. Oh, aber das ist es. Purpurrot oder auch 100-100-Rot genannt. Hier seht ihr die Farbe. Damit werden wir jetzt mal... Sollen wir den... Ich mal schauen, ob ich Weiß auch habe. Ja, ich habe auch Weiß. Es wäre wahrscheinlich cleverer, erst die weißen Stellen zu bemalen und dann die roten Stellen. So, schimpft mich nicht. Ich weiß, der Fokus stimmt gerade überhaupt nicht. Ich suche mal meinen guten Pinsel. Den haben wir hier, wobei der ist eigentlich... Ah, ich brauche so einen Zwischendrin. Der ist ganz gut. Ja, mit dem kann man arbeiten. Okay. Feuerwehrrot, 100-100-Rot, ja genau. Alle Signalrote, also auch, ich will gar kein Rot jetzt als erstes. Lenkt mich hier nicht ab, ich will Weiß. Scheiße. Also, Verkehrsschilder, Feuerwehr, Rettung, das ist alles 100-100-Rot, nennt man das. Das ist glaube ich sogar die Farbbezeichnung. Ich dachte früher immer, das ist 100%iges Cyan, aber das ist es nicht. Habe ich mir mal sagen lassen. So. Jetzt wieder mal schön ins Bild hier rein. Genau, okay. Ich möchte die Schließstelle hier in der Mitte weiß noch ausmalen. Den Griff auch weiß, weil ich denke mal, das sieht bei einem Arzneikoffer dann am besten aus. Und die Schalen dann, links und rechts, die werde ich rot ausmalen. Und bei der Gelegenheit können wir auch das weiße Kreuz in der Mitte gleich ausmalen. Und da haben wir dann auch wieder diese Sache, dass ich sage, es ist komplett egal, wenn ihr da leicht drüber malt. Damit hätten wir das eigentlich dann auch schon weiß ausgemalt. Sehr schön. Jetzt bin ich ja richtig enttäuscht. Ich dachte, du nimmst immer Schweine oder echtes Menschenblut bei deinen Shootings. Kunstblut. Ich gehe mal davon aus, dass du auf jeden Fall eine Schlachtung vor jedem Shooting machst. Okay. Matthias, ich glaube, dein Kameraakku ist leer. Ja? Okay. Wir werden, solange es geht, ich habe noch zwei volle Akkus hier, okay? Aber solange es geht, werden wir den Akku hier drinnen noch nutzen. Das heißt, wie lange streamen wir jetzt schon? 49 Minuten hält ein Akku. Okay, das heißt, wir können da relativ lang heute noch streamen. Mal schauen, ob wir das machen. Vielleicht machen wir es auch in zwei Teilen. Wir werden sehen. Bis jetzt kommen wir relativ schnell voran, weil wir eben auch keine langen Trockenzeiten haben. Das ist das Gute eigentlich an der ganzen Geschichte. Würde ich jetzt hier mit Lacken arbeiten, also ich verstehe diese Modellbauer nicht. Der Thorsten Punkt, der hat ein Feuerwehrauto modellbaumäßig gemacht. Monatelang. Jedes einzelne Teil mit Rivell-Lack lackiert. Alter, kannst mich jagen. Jetzt zeigt die Kamera nicht nur an, wo gemalt wird, sondern auch die
Krassen, was die Farbe, krasses Style, okay, ja. Okay, gut, wir können jetzt an und für sich, und dazu werde ich jetzt aber einen besseren Pinsel hernehmen, diesen Pinsel hier nutzen. Spucke ist der beste Stabilisator für Farben. Ich weiß, viele Leute ekeln sich davor, dass man Pinsel abschlägt. Aber da diese Farben lebensmittelecht sind und der Schweighofer schon viel Schlimmeres im Mund hatte, ist es komplett egal, glaube ich. Halt, also versteht das jetzt nicht falsch, was ich jetzt hier meine. Mit Rivell kann man mich auch jagen. Wo ist meine Brille? Ich sehe hier nichts mehr. Alter, das ist ein Unterschied. Auf einmal sehe ich auf 30 cm das, was ich sonst auf 3 cm gut gesehen habe. Aber ihr seht nichts mehr, ne? Ich muss mich hier echt. Und vor allem muss ich jetzt ab und zu mal in die Linse schauen, weil nicht das. Ihr bald mal nichts mehr seht, weil der Akku aus ist. Wobei, das müsste ich eigentlich hören. Ich glaube, die Blende geht zu, wenn der Akku aus ist. Wir werden es bald feststellen. Wahrscheinlich muss ich auch hier zwei Farbschichten machen. Aber wenn man sich so ein bisschen Plan macht, welche Farben als erstes aufgetragen werden, damit man nachher im Nachhinein dann keine Probleme hat, wenn man mal was übermalt, dann geht das eigentlich relativ flott. Hat halt eigentlich schon jemand mal gefragt, ob wir auch mit Airbrush das Ganze machen könnten? Ja, man kann das alles mit Airbrush machen, aber dann muss man eigentlich auch ein Sadomasochist sein, weil dann müsste man alles andere immer abkleben. Wenn ihr jemand seid, der so etwas macht, dann könntet ihr es auch mit Revell-Farben lackieren, dann seid ihr genauso drauf. Also es gäbe hier für mich keinen Grund, mit Airbrush zu arbeiten bei diesen Stellen oder überhaupt bei diesem Modell. Vielleicht bei der Grundierung. Es gäbe einen Trick. Lassen wir das kurz mal trocknen. Es gäbe einen Trick, den man machen kann beim Airbrushen. Man grundiert die gesamte Figur schon mit Schwarz, was an und für sich schon die Tiefen dann ausmacht. Dann nimmt man die Figur und im 70-Grad-Winkel sprayt man mit einer weißen Spraydose von oben pulverartig weißen Lack drüber. Und also weißen Lack, weiße Grundierung drüber. Das heißt, alles, was von oben sowieso auch Licht bekommt und beleuchtet ist, ist hell. Alles, was unten ist, kriegt so einen leichten grauen Nebel oder teilweise wirklich schwarz. Also der Stuhl wäre dann unten wirklich schwarz. Und so lackiert man leichten Lichteinfall oder malt man leichten Lichteinfall, wenn man so etwas haben möchte. Funktioniert, ist aber ziemlich tricky. Vor allem, weil es gibt dann auch Leute, die sagen, ich versuche nur eine Lichtsituation darzustellen. Das heißt, es geht nur von einer Seite mit der Airbrush oder mit der Spraydose Licht ran und dann sieht man nur diese Stelle, die auch im Bild oder in der Figur ausgeleuchtet ist. Muss man mögen. Ich nutze Airbrush bei großen Flächen und auf was Grundfarbe für Haut, aber bei kleinen Modellen, nö. Da lieber den Pinsel. Ja, also bei unserem Popeye, das letzte Mal hat das wunderbar funktioniert. Schauen wir mal, haben wir noch? Nein, das ist komplett falsch hier. Hier sind wir richtig. Wir haben noch, aber ich mache jetzt einfach mal hier. Batterieassist, Batterietauschuss. Alter, das sind mal noch Klotzbatterien hier. Schauen wir mal, ob das wieder funktioniert. Wunderbar. Und wir haben wieder 50 Minuten Zeit. Ich mal die zweite Seite.
Momentan ist es, im Gegensatz zu dem Popeye, den wir das letzte Mal gemacht haben, ja wirklich so, eigentlich mache ich jetzt Malen nach Zahlen. Ich weiß, okay, dass die Stelle rot, die Stelle weiß, das grün, das blau. Wir malen momentan noch überhaupt keine Übergänge, aber so ist es nun mal. Vielleicht machen wir das heute noch, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal, wir werden es sehen. Aber das ist die Basisarbeit, um die geht's, da kommt man nicht rum. Außer Kiki kauft sich irgendwann mal einen Resindrucker, der Farbdrucken kann. Also unterschiedliche Farben, meine ich. Das hat noch keiner erfunden, oder? Normale 3D-Drucker mit verschiedenen Farben gibt es ja jetzt schon, wie Sand am Meer, das gibt es jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren ungefähr. Aber ein Resin-Drucker mit unterschiedlichen Farben, also der in einem Druck mehrere verschiedene Farben drucken kann, das wäre mir neu, das habe ich noch nicht gesehen. Oder kann uns jemand den neuesten Shit hier erklären? Gibt es sowas schon? Wie soll es denn auch gehen? Die Farbe kommt aus dem Pottich unten und wird ständig eingetaucht, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. Was ein Knochen an Batterie ist, so wie ein alten Nokia. Ja gut, das ist eine 700D. Und ganz im Ernst, die Batterien, also gerade die Akkuleistung von der 5D oder von der 4D oder so, ne? Das sind auch so große Batterien, aber die halten 4-5 Shootings lang. Also gerade wenn du jetzt so ein OMD-Filmer bist, weißt du ganz genau, wenn du mit einer Sony fotografierst oder filmst, dann nimmst du 5-6 volle Akkus mit bei einem Shooting oder bei einem Videodreh, weil du weißt einfach, der Akku hält nicht lang, beziehungsweise die Kamera saugt ohne Ende Strom. Und bei den Canon-Teilen, scheiß drauf. Ich habe schon mal eine komplette Mallorca-Reise nur mit einem Akku gemacht. Gut, wahrscheinlich, weil ich die anderen Akkus und das Ladegerät vor allem zu Hause liegen habe lassen. Kann sein. Aber es ist nicht ausgegangen. Man spart dann halt ein Ausschalten. Der bräuchte aber für jede Farbe ein eigenes Bad. Eben, das meine ich ja. Aber vielleicht gibt es da schon eine geniale Lösung. Doch gibt es 360 Grad aus dem Erfurt nutzt das. Du meinst einen Resindrucker, der mehrere Farben drucken kann. Die nutzen das aber gewerblich, ich denke mal privat kaum zu bezahlen. Die machen Figuren, die 360 Grad aufgenommen werden. Witziger. Ach so, sowas meinst du. Okay, gut, wir reden von was anderem. Bei den aktuellen spiegellosen Kameras ist das nicht mehr so extrem. Ja, okay. Dann nehme ich entweder das Netzteil, wenn es geht, oder ich nutze einen USB-Adapter für meine Akkus, genau, ja. So, wir könnten langsam aber sicher auf weitere Details eingehen. Wir versuchen mit, oder wir werden mit Gelb weiterarbeiten. Nee, ich hole mir nochmal Blau raus. Das ist ein Kontrastblau, das bringt nichts. Moment, habe ich noch ein anderes, besseres, dunkleres Blau? Bestimmt, hier. Ein Ultramarinblau. Nein, Azurblau. Ja, das ist ein richtig nicer Farbton hier. Sehr schön. Weil ich möchte meinen Bunsenbrenner mit einer richtig nicen blauen Farbe ausmalen. So, ich mal schon wieder zwischen den Herzschlägen. Ihr hört es an meiner Stimme. Was für eine sicke Farbe hier. Die werden wir aber zweimal malen. Gott, bin ich froh, Kiki, dass ich die Figur zerlegt habe.
Ich habe beim Bemalen von Warhammer-Figuren schon mal einen Pinsel mit Bartwachs. Also es gibt ja so Bartwachs, damit der Bart in eine Richtung steht oder so, ne? Habe ich den Pinsel gebogen, die Spitze aber ohne Bartwachs gemacht, dass ich um die Ecke malen konnte. So fanatisch waren wir, der neue Typ und ich. Unfassbar. Hat am Ende funktioniert. Und vor allem konnte man das Ganze ja wieder rauswaschen. Aber allein die Tatsache, auf diese Idee zu kommen, dass sowas möglich ist, fanden wir damals einfach sensationell. Kommt eigentlich ein Flackerlied in den Flammenwerfer? Nein. Aber wir versuchen, und das werden wir heute auf jeden Fall noch machen, Feuer zu malen. Jetzt, wir könnten uns jetzt mal ausmachen. Also normalerweise ist es ja so, dass Bunsenbrenner oder Feuer aus der Lötlampe eher bläulich-weißlich ist. Ne? Aber den kann man schon auch so einstellen, dass er Feuer gibt. Und ich glaube, weil das die einzige logische Farbe ist, die man eigentlich bei diesem Bunsenbrenner hier nutzen kann, ich würde das so feuerrötlich so machen. André, mach's gut, tschüss. Danke fürs Zuschauen. Schau mal, Feuereffekt machen. Ich fände es nice, weil blaues Feuer, also, und das, die Kiki hat das ja auch so gemacht, als würde das so rauchen und bin dann, also, bin dann schon der Meinung, wir sollten das machen. Hat wer was die Valeo Express Color schon genutzt? Nein, noch nicht. Ja, Feuer, mein Team Matrix. Was wir aber machen, wir haben die erste Stunde vorbei jetzt. Wir machen 3, 4 Minuten Pause. Ich gehe kurz auf Toilette, schau nochmal wegen passenden Farben. Ihr macht das bitte auch, also auf Toilette gehen. Schaut, ob unten alles in Ordnung ist. Trinkt was. Raucht eine Zigarette oder keine Ahnung, was ihr so macht. Und wir sehen uns gleich mal wieder. Ich schalte hier kurz auf Pause. Ihr hört ein bisschen Fahrstuhlmusik und dann treffen wir uns gleich wieder. Mal schauen, wie viele Leute wir schaffen. 128. Finde ich eigentlich schade. 47 Likes, aber 128 Zuschauer. Könnt ihr selber ausrechnen, dass 81 Leute hier einfach beschlossen haben, das nicht zu mögen. Nee, ganz im Ernst, wenn ihr hier den Kanal unterstützen wollt, dann drückt einfach nur den Daumen nach oben. Dann wird es vielleicht auch von anderen Leuten noch gesehen. Ich bin jetzt mal ganz kurz hier Richtung Toilette unterwegs, okay? Bis gleich mal. Ba-da-ba-ba.
Oh, 19 Leute haben wir verloren, ey. Unfassbar. Die haben sich gedacht, nee, Pause. Pause muss ich mir nicht anschauen. Aber wir haben 79 Likes bekommen. Das ist nach oben gegangen. Wunderbar. Okay, gut. Ich habe, während wir Pause gemacht haben, mir auch gleich meine Wet Palette hier zurechtgerichtet. Da kommt jetzt mein Papierchen rein. Und auf der mischen wir jetzt unsere Farben an, die wir fürs Feuer benötigen. Und ich sollte mir auch gleich ein trockenes Tüchlein herrichten, weil wir werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen erst nass in nass arbeiten und dann aber ein bisschen dry brushen. Soweit mal der Plan. Gott, dieses Kabel! So, noch ein Schluck Wasser. Björn, guten Abend, Servus. Wenn du gerade erst eingeschaltet hast, wir sind schon eine ganze Stunde unterwegs, sind auch schon relativ weit gekommen, relativ unter Anführungszeichen. Unser Bunsenbrenner ist jetzt aktuell gerade so der letzte Schrei. Den versuchen wir jetzt gerade mal ein bisschen zu bunsen, zu brennen, zu branden, zu bunsen, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber erstmal noch eine Runde Kupfergold hier oben drauf, da brauchen wir nicht viel, gerade ein Tröpflein. So, und jetzt nehme ich hier für Kupfer nehme ich immer die Pinsel, bei denen es eigentlich egal ist, weil da habe ich immer Angst, dass die die Farbe ziehen und ich sie nicht mehr aus dem Schaft bekomme. Denn das da oben, das wird alles kupfrig. Ich muss echt gestehen, seit ich das letzte Mal den Popeye gemahlen habe, habe ich sonst auch, ich habe wieder ein bisschen Warhammer angefangen, ein bisschen Miniaturen bemalt. Und beim Popeye hatte ich noch voll die zittrigen Hände. Das ist echt eine Gewöhnungsgeschichte. Malt mal ein paar Stunden. Und das vielleicht nicht unter einmal, sondern auf ein, zwei Tage gesehen. Und ihr kriegt wieder ein richtig schönes Gefühl, wie man Pinsel halten muss, wie viel Farbe man braucht. Weil wir denken uns jedes Mal, der neue Typ und ich, wenn wir wieder ewig lang nichts gemahlen haben, dass wir es komplett verlernt haben, das geht alles so schnell wieder zurück. Das hat man gleich mal. Aber ich denke, das ist wichtig, dass das Teil so einen kupfergoldenen, farbenen Schaft hier oben noch hat. Der könnte noch so ein bisschen leicht bläulich sein. Haben wir noch ein bisschen Blau hier? Ja, ein bisschen Blau. Mischen wir uns mal ein bisschen an hier. Dass das hier schon so richtig, das Metall, als wäre es hier schon so richtig angebläut. Sehr nice. Okay, gut. Kurz trocknen lassen. Und dann geht's ans Feuer. Wie gesagt, Leute, ihr habt die Chance. Ihr könnt Fragen stellen, falls ihr irgendwas zum Thema Malen, 3D-Drucken habt. Wenn ich euch helfen kann, würde ich das natürlich auch gerne und euch einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Haut einfach raus, was ihr wissen wollt. Okay, wir mischen uns mal oder wir versuchen mal aus verschiedenen Farben hier den richtigen Farbton rauszuholen. Wir haben Orange. Ich glaube, das ist das Moon Dust. Ist eine zu krasse Farbe für Feuer. So, wo haben wir nochmal das richtig Feuerrot hier? Das Pagani Red, das war nicht so gut. Hier haben wir es. Ich glaube, aus diesen drei Farben werde ich mir mein Feuer mischen. Das heißt Flamme, dunkle Flamme und im Prinzip fast verglühte Flamme. Feuer ist auch so, dass dort, wo sie entsteht, ist es eine sehr helle Flamme und wird immer dunkler. Je mehr Sauerstoff sie kriegt, umso dunkler wird das Feuer im Prinzip. Farben gut aufmischen. Und jedes Mal, wenn ich diese Farben für einen Livestream verwende, denke ich mir, Schweighofer, der Trottel, warum hast du nicht schon längst die Metallkugeln reingemacht? Denn es gibt so kleine Metallkugeln, die kommen einfach in den Pott rein und dann lässt sich die Farbe wesentlich besser aufrühren. Okay, wir sind wieder auf 117, das heißt, die Leute, die Pause gemacht haben und ausgeschaltet haben, sind wieder zurück. Bei der Wet Palette ist es so, die Farbe trocknet nicht ein oder
relativ lange trocknet sie nicht ein. Und das ist das Gute, ich kann jetzt hier wunderbar nass in nass arbeiten. Das ist im Prinzip ein leichter Schaumstoff, der da unten drinnen ist. Und da kann ich einfach Backpapier drüber legen. Die gibt es zugeschnitten, aber ich nehme jetzt hier einfach mal eins, das man im Handel kaufen kann, aber da geht eben Backpapier auch. Und darunter legt ihr einfach einen Schwamm rein oder einen Zeber oder so, damit das Backpapier so ein bisschen durchnässt, aber eben nicht klatschnass ist, sondern nur so ein bisschen nass. Und dann könnt ihr diese Farben eben relativ lange nutzen. Und wenn ihr das Ganze in einem Pottich macht, der vielleicht auch einen Deckel hat, der ein bisschen luftdicht abschließt, dann kann so eine Farbe auch mehrere Tage lang genutzt werden, weil sie schlichtweg keine Chance hat zum Austrocknen. Und ich liebe es, mit Wet Palette zu arbeiten. Ich glaube, durch diese Wet Palette habe ich mir schon einige Farbkäufe erspart, weil ich mit der von vorhandenen Farbe extrem lange ausgekommen bin. Okay, während das jetzt trocknet, kann ich ja eigentlich auch gleich die Patex-Dose malen. Die ist nämlich auch gelb, beziehungsweise gelb-schwarz. Das war ein Tacken zu viel Farbe. Mal schauen, ob ich genug Farbe jetzt hier habe, um den ganzen Pottich zu machen. Der Boden ist auch langsam trocken, das ist gut. Denn bevor wir jetzt dann den Krug anmalen oder vielleicht auch Patex händisch da draufschreiben, mal schauen, wie weit wir ins Detail gehen, möchte ich den Boden schon mal vorbehandeln. Okay, dann damit hätten wir das mal. Und sollen wir mir dieses Uhu-Shirt machen? Ich habe dieses quietschgelbe Uhu-Shirt. Das wäre doch auch was, oder? Kiki meint luftdichte Butterdose 1 Euro bei Kick. Kiki, kriegst du eigentlich von Kick, wirst du gesponsert von Kick? Das wäre doch perfekt. Hi, ich bin Kiki und der heutige Sponsor dieser Sendung ist Kick. Nein. Okay. Brauchst du noch Kugeln? Ich habe hier 50 liegen, die ich nicht mehr brauche. Kiki, du wirst sie irgendwann mal brauchen. Sowas verschenkt man nicht. Ich hab Dutzende Kugeln. Aber ich habe einfach keine. Ich mal mein Shirt gleich mal. In diesem Uhu gelb, das übrigens auch Signalfarbe ist. Die Firma Uhu hat auch dieses Gelb. ÖMTC hat das gleiche. Wobei das ÖMTC-Gelb anscheinend patentiert ist. Also man kann einen Farbton für sein Logo patentieren lassen. Ich glaube, das hat nichts mit Markenrecht oder Markenschutz zu tun, sondern das ist... Doch, das ist Markenschutz. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, man kann dieses ÖMTC-Gelb direkt nicht wirklich kaufen. Es ist aber sehr, sehr ähnlich mit dem Signalgelb. Magenta, glaube ich, hat das auch. Manna, die Firma Manna, hat das Rosa auch geschützt. Also diesen Farbton in Kombination mit Manna-Schnitten oder so, oder diesem Schriftzug, das ist, glaube ich, geschützt. Das geht, ja. Das T-Shirt dann aber auch mit Uhu Schnief beschriften, ob ich da Schnief raufkriege, das ist die Frage. Ganz im Ernst, ja, wenn, muss man so etwas dann schon machen. Dann wissen wir aber auch, dass das heute nicht die einzige Folge wird, sondern dass wir wahrscheinlich nächsten Donnerstag an dieser Figur weiterarbeiten. Dann wird es halt ein Zweiteiler. Aber ich habe auch noch keine Hautfarben, der Bart, das Gesicht, alles ist noch komplett unbehandelt. Wir haben ja eigentlich noch nicht mal die erste Basisschicht auf der ganzen Figur drauf. Das braucht alles noch seine Zeit, aber ich möchte mich hier nicht stressen. Oh ja, das ist genau das Gelb. Das hier, oh Scheiße, jetzt weiß ich auch, wie sich das für euch farbtechnisch in der Kamera oder am Monitor so ausmacht, wenn ich dieses Uhu-Shirt trage. Herrlich. Das tut richtig in den Augen weh. Zweiter Teil ist doch auch cool. Ja, ich denke auch. Bevor wir hier jetzt 6 Stunden malen und ihr keine Bock mehr habt zum Zuschauen, mache ich lieber irgendwann mal nach 2,5 Stunden oder so eine Pause
Und wir malen einfach ein paar Tage später nochmal weiter. So, ich mal über den Gürtel drüber. Der Gürtel ist das Letzte, was dann diese beiden Teile hier verbindet. Schau, dass wir hier schon gleich eine schöne Schicht haben, dass ich über die Uhu-Farbe eigentlich nicht mehr wirklich drüber malen muss, also über das Gelb hier. Vielleicht müssen wir später noch einmal leicht drüber. Okay, aber der ist mal durch. In der Zwischenzeit haben wir das hier schon mal ganz gut beisammen und jetzt können wir hier das Rot mit dem Gelb oder dieses leichte Orange mit dem Gelb und ein bisschen Rot mischen, damit wir eben auf ein knackiges Orange kommen, das aus allen Farbtönen besteht. Das ist eben so wichtig, dass ihr bei solchen Sachen wirklich darauf achtet, dass ihr alle Farbtöne, die ihr verblenden wollt, hier mit aufnehmt beim Mischen. So, und jetzt wird der Pinsel trocken gemacht. Und jetzt blenden wir so ein bisschen drüber. Feuer ist überhaupt schwierig zu malen. Feuer hat nämlich keine greifbare Form, keine greifbare Struktur. Aber man kann relativ gut mit dieser Nass-in-Nass-Technik hier Feuer simulieren. Nach vorne hin wird es immer dunkler. Ab und zu mal kann noch ein bisschen was Gelbliches durchscheinen. Am Schluss wird wieder highlighted oder gehighlightet. Pegger meint, Matthias, ich hoffe, es geht dir gut. Pegger, ja, ich hoffe dir auch. Schön, dass du reinschaust. Ich bin mittlerweile viel auf Twitch. Das hast du aber mitbekommen. Tupperware Box geht auch für die Red Palette. Hab mal vor mal zwei von meiner Freundin stibitzt. Am besten gehen anscheinend diese Eisboxen. Es gibt so ganz flache Eisboxen mit einem schönen Clipdeckel. Da einfach ein Wettex rein, also ja, so ein Schwammtuch halt, Wettex zuschneiden, Backpapier drauf und gut ist. Hoffe, du weißt, dass du simultan streamen kannst. Ja, aber ich habe ganz bewusst Twitch und YouTube getrennt. Hier machen wir die kreativen Geschichten und versuchen Photoshop, Bildbearbeitung oder eben 3D-Druck und Malen so zu machen. Und auf Twitch machen wir Spielen. Hi Matthias, cooles Thumbnail. Thumbnails sind immer das Schwierigste. So. Ich hole mir wieder ein bisschen Gelb rein und ziehe ab und zu mal jetzt hier noch eine gelbe Flosse rein. Um dann am Schluss komplett rot zu werden. Seht ihr auch was? Ja, ich glaube schon, oder? Und Pega, ganz im Ernst, ich bin ja jetzt schon mit einem Chat hier überfordert. Zwei wären dann fast schon too much. Du schreibst, kommt eigentlich mal wieder neue Druckvorstellung. Druckvorstellung? Hast du den Hochkantdrucker gesehen? Mit dem Stab Y und Z? Weiß gar nicht, die Firma. Ich bekomme, aber das hat man mir anscheinend, also das hat man mir wirklich schon dreimal versprochen, jetzt tatsächlich einen Laser. Also keinen Drucker, sondern Laser, die schicken ihn mir. Haben sie zumindest gesagt, die Chinesen. Wer weiß, wie lange das dauert. Aber dann müssen wir wieder ein Werkstattgeflüster machen, wo wir Laser zusammenbauen. Und uns die Augen schützen. China-Laser ist hart. What? Schreibt die Kiki. Ja! 700 Euro kostet dieser Laser. Voll krass. Haben mich angeschrieben. Da war ich schnell, habe sofort zurückgeschrieben. Ich sage, ja, Interesse, mache ich. Video, kein Problem. Haben die Vertrag geschickt. Und dann haben die gesagt, gut, schicken wir dir.
Die schicken dir noch was nach dem Spezialvideos, lol. Das sind wahrscheinlich neue Firmen. Also mit der Firma hatte ich noch nie was. Aber es gibt Firmen, die, glaube ich, die schicken mir nichts mehr. So, es wird kurz laut. Ich muss kurz föhnen. Lace ist was Feines. Ist aber auch nicht ganz ohne. Ja. Eigentlich ist mein Bruder der Laserfanatiker. Der kennt sich mit Laser extrem gut aus. Oder er lasert halt selber sehr viel, weil er schneidert. Der schneidert Taschen hobbymäßig. Der macht Taschen für Rettungseinsätze, für Militär, solche Sachen. Da hat er viele Freunde bekommen, und die das ganz cool finden. Und der lasert sich jetzt die ganzen Knopflöcher, die Logos, auch teilweise die ganzen Schnittmuster. Und der freut sich drauf, weil den Laser, den ich jetzt bekomme, den kriegt er danach und wird den zerlegen und auf einen großen Rahmen bauen. Und da können wir ihn dann gerne mal besuchen und mal schauen, wie er denn das gemacht hat und ob er das dann cool hinbekommen hat. Und dann kann er uns vielleicht auch erzählen, wie er das geschafft hat. Weil ich bin sehr gespannt. Sowas ist etwas... Ja, also ich habe ihm meine Mostly Printed CNC-Fräse dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Die ich hier auf diesem Kanal mal gedruckt und gebaut habe, die ja an und für sich funktioniert. Und die möchte er jetzt eben als nicht eine Fräse, sondern einen Laser umbauen. Und das finde ich halt eine geile Geschichte. Und da können wir gerne auch mal ein, zweimal ein Video auf YouTube zeigen, wie er das gemacht hat. Wird noch ein bisschen brauchen. Aber jetzt erstmal schauen, dass ich überhaupt den Laser bekomme. Weil ich habe von chinesischen Firmen schon so oft versprochen bekommen, was ich nicht alles von ihnen geschickt bekomme. Und dann kam nie was. Also, was ist denn jetzt los? War's wieder rot? Welche Taste muss ich drücken? Die hier? Die hier. Die hat sich jetzt einfach umgeschalten. Und? Es werde Licht? Ja. Es werde Fokus? Besserer Fokus? Ja, okay. Seht ihr wieder was? Alles in Ordnung? Seid ihr wieder da? Bin auch wieder da und Like ist raus. Vielen Dank für dein Like. Wir haben schon 90 Likes. Sehr gut. Das ist hier nicht so wie auf YouTube, auf Facebook, dass man so Like-Hascher ist oder so, sondern es ist tatsächlich so, wenn in dem Livestream nicht ordentlich geliked wird, sagt YouTube einfach, der war nicht gut, dieser Stream. Und rankt ihn nach hinten. Und dann passiert es halt, dass ich, keine Ahnung, ich habe fast 40.000, 50.000 so Fans und es schauen diese Streams am Schluss 1.200 Leute. Weil die anderen kriegen es gar nicht. Jetzt haben wir schon 100. Wahnsinn. Passt jetzt voll im Bild. Okay, gut. Ich glaube, das ist cool, wenn ich hinten das Teil rot mache. Dann sieht es so ein bisschen technischer aus. Das Blau gefällt mir noch nicht. Das können wir auch gleich überarbeiten. Beim Rot müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Wobei ich habe hier noch, ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen Weiß über. Ja? Ein bisschen Weiß ist noch da. Dann fangen wir hier an. Und drybrushen uns hier weißtechnisch ein bisschen nach vor. Sehr gut. Und genau das gleiche machen wir jetzt mit Rot ganz vorne. Das müssen wir auch wieder in Etappen machen, weil ich jetzt natürlich auch das Drybrush vom Weiß mitnehme. Das heißt, nochmal Rot aufnehmen. Und eigentlich könnte man am Schluss sogar nochmal mit Schwarz ganz leicht an den äußersten Stellen hier nochmal so ein bisschen Schwarz mit reinziehen. Und dann sieht das aus wie ein gemaltes Feuer. Aber das wird schon. Vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen drüber. Es ist auch die Form ein bisschen eigenartig, die hier 3D designt wurde. Da kann Kiki nichts dafür, sondern ich glaube, der Bunsenbrenner, der war einfach, den kann man so eingeschaltet und auf dieser Seite erstellen lassen. Und da muss man so nehmen, wie er kommt.
Am Schluss sieht er aus wie ein Bunsenbrenner. Jetzt müsste man nur noch einen Bob Ross-Akzent auflehnen. Ja, some tiny little clouds. Oh, feel the pressure, yeah. Der Bob Ross. Den wollte ich auch schon ein paar Mal parodieren, aber ganz im Ernst, der wurde A, schon sehr oft parodiert und B, eigentlich ist er ein genialer Typ gewesen. Aber die Doku darf man sich nicht anschauen. Die Bob Ross Doku, was nach dem Tod mit ihm und seinem ganzen Vermögen und alles und seinen ganzen Bildern, weil er hat ja tausende Bilder gemalt, was da alles passiert ist, alter Verwalter, typisch amerikanisch. Ich rate sie euch anzusehen, aber danach habt ihr ein anderes Bild von der ganzen Materie. Und was ich letztens gehört oder gelesen habe, das wusste ich auch nicht. Habt ihr gewusst, dass Mr. Bean nur 18 Folgen hatte? 18, das war's. Es gab nur 18 Mr. Bean Folgen. Eine Staffel, glaube ich, war's. Gefühlt habe ich als Kind nämlich 600 verschiedene Mr. Bean Folgen gesehen. Der Flavors meint, er tat mir eben leid. Ja. Ja, auf jeden Fall. Zu Lebzeiten auch schon, ja. Kommt einem vor wie 15 Staffeln? Mr. Bean? Ja. So wie bei Grey's Anatomy, wo du dir denkst, Alter, noch eine Staffel. Warum? Warum? Schaut das wirklich noch jemand? Anscheinend. Ich habe die Tochter von Bros mit Hero Forge gestaltet. Stimmt, da war ja mal was. Die musst du eigentlich nochmal in den Discord reinposten, Kiki. Du hast da so coole Bilder gemacht. So, jetzt geht's hier schon mal in die Details. Die Schnallen hier mal ein bisschen ausarbeiten. Lagerfeld hast du auch gemacht, aber hast du nicht immer die Töchter gemacht oder die Söhne von den berühmten Leuten? Irgendwie war da doch ein Gag drinnen. So, dann. Gut festhalten. Also ich muss sagen, diese Figuren von Hero Forge, sie sind detailliert. Das sind sie auf jeden Fall. Ich muss zugeben, da kann ich mich sehr austoben. Es gibt hier sehr viele kleine Details, auch liebevoll modellierte Sachen, wirklich. Und halt die Tatsache, dass man selber seine Figuren zusammenstellen kann, wie man möchte. Ich habe ja den neuen Typ auch schon mal modelliert. Ich habe mich selber auch schon mal versucht zu modellieren. Das geht alles. Man kann da sitzen, stehend. Man kann da Kampfposen machen. Keine Ahnung. Es gibt 100.000 Möglichkeiten. Und versprochen, keiner hat dieselbe Figur wie du, weil jeder wird irgendwas anderes nutzen und wählen. Und das ist das Schöne. Und ich glaube, du brauchst nicht mal einen Account, dass du einfach kostenlos so mal ein bisschen basteln kannst. Das geht ja so auch schon, glaube ich, ne? Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich habe da keinen Account. Ich habe da einfach mal so rumprobiert. So, jetzt sieht der schon mal ganz cool aus. Der Griff oben könnte auch silber sein. Den malen wir jetzt einfach silber an. Oder nur die Seiten. Okay, jetzt habe ich mich drüber ausgemalt, jetzt wird es die obere Stelle auch. Man muss Kompromisse eingehen. Jo.
So. Ich muss mal eine Partex-Dose herholen. Ich muss schauen, wie die aussieht. Ohne gutes Referenzmaterial geht gar nichts. Ich komme gleich wieder. Schande. Ich habe eigentlich gar keine Partex-Dose mehr da. Ich habe nur noch eine Uhu-Dose da. Die anderen sind leer. Die sind schon durch. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal im Netz kurz mal Google befragen hier. Uhu. Nein. Partex. Der heißt Klassik, glaube ich. Der Kraftkleber, ja. Okay. Okay, okay. So kriegen wir das, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mr. Beans Kuscheldaddy drucken und anmalen, das wäre mal was. Da wäre es doch eigentlich schon ganz cool, wenn man Mr. Bean einfach wenn man überhaupt den Teddy nachstrickt. Das wäre mal was. So, apropos, was wäre mal was? Ich habe immer noch kein Schwarz hier, oder? Gut, ich bin nochmal weg. Ich hole jetzt endlich Schwarz. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Die Farbe, die ständig ausgeht. Wo seid ihr? Jetzt bin ich gespannt, ob die noch fit sind, die Farben. Okay, die ist mal richtig durch. Die ist auch richtig durch. Wir drücken die Daumen. Wir brauchen nicht viel. Das ist zwar so ein bisschen metallisches Schwarz, aber jetzt für die Dose ist das eigentlich ganz okay. So, mein Windsor. Eigentlich müsste ich nochmal gelb drüber malen. Weil das ist nicht die schönste Kombination, die jetzt momentan hier ist. Das ist übrigens auch so ein Trick, den kaum einer weiß. Man malt relativ dick automatisch vor, ja. Und dann kriegt man diese Striche rein, diese Pinselstriche in den Untergrund und es sieht nicht so schön aus. Die nächste Schicht, die malt ihr dann aber ganz dünn mit wasserverdünnter Farbe. Dann kriegt ihr diese ganzen Schleier raus. Das heißt, die erste dick auftragen und die nächste mit ordentlich verdünnter Farbe drüber, dann ist gut. Dann sieht es richtig nice aus. Dann habt ihr vom Schweighofer den Trick, nur dass ihr es wisst, ne? Was, Kiki, du hast den gehäkelt von Mr. Bean? Und der hat einen Mini Cooper. Wie geil. Oh,
Also wenn ihr mich jetzt hinsetzt mit einem weißen Blatt Papier und mir sagt, ich soll jede einzelne Folge von Mr. Bean aufschreiben, von diesen 15 Folgen kriege ich wahrscheinlich 10 zusammen. So, wir müssen kurz trocknen lassen. Moment, schauen wir mal. Es gab die Folge bei der Queen. Es gab die Folge mit dem Zimmer ausmalen. Dann gab es die Folge mit dem Schwimmen, wo er versucht, neben dem Blinden die Badehose zu tauschen. Dann mit dem Date, wo er eine Freundin hat. Dann im Museum. Mr. Bean im Museum. Ich müsste mich echt länger hinsetzen. Es gab noch eine mit einem Kind. Frühstück auf der Parkbank. Den Sessel auf seinem Mini. Ja, genau. Seine Frau findet Mr. Bean schrecklich. Damals war er gut. Minigolf? Ja, natürlich. Im Hotel. Ja, wo er auf Reisen war. Genau. Ja. Am Kirmes? Ja, genau. Seht ihr, wir kriegen sie alle zusammen. So viel waren es nicht. Zahnarzt, die beste. Ja, ja, wo er doch den Arzt aus Versehen spritzt dann, oder? Hey, es war gut. Also, ich hab's super gefunden. Oh ja, beim Zahnarzt. Wetten, heute schauen sich wieder einige Mr. Bean-Folgen an. So, ich muss hier wieder föhnen. Willi, das. Schwierig zum Sagen. In erster Linie solltest du vielleicht, ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr, schauen, dass du dir einen ganzen Farbmalsatz kaufst. Diese ganzen Farben, die ich hier habe, die sind alle aus einem Satz. Somit passen sie alle in irgendeiner Form zusammen. Das stimmt schon mal die Farbgestaltung so ein bisschen. Ja? Auch wenn du sie mischt, haben sie alle irgendwie so das gleiche, den gleichen Flair. Aber dann musst du eigentlich schon üben. Man muss schon einfach so ein bisschen trainieren. Und ganz im Ernst, ich bin mit 15 Jahren, von 15 bis zu meinem 20. Lebensjahr, war ich auf einer Kunsthochschule. Da haben die mir das wahrscheinlich einfach jeden Tag reingetrichtert. Und dann mache ich halt viel Bildbearbeitung, viel Fotografie und mit Farben. Farben habe ich mein ganzes Leben lang irgendwie schon intus. Also ich glaube, man muss es einfach trainieren. Wo mit Dynamit sein Zimmer streicht. Genau, mit Ausmalen, ja genau. Matthias, macht es wohl einen Unterschied, ob man eine Pinselseife oder eine Babyseife zum Reinigen nimmt? Also ich nehme nur Pinselseife. Ob es einen Unterschied macht, ist... Keine Ahnung. Also wir haben damals in der Schule beim Vergolden... mussten wir auch immer Pinsel waschen danach. Ne? Da haben wir das mit Kernseife gemacht. Im Prinzip, Hauptsache du reinigst deine Pinsel. Du brauchst halt, also es ist immer ein Unterschied, mit welchen Materialien malst du. Ja? Sind es Lacke, sind es Acrylfarben, Pigmente, keine Ahnung, mit was halt irgendwie gemalt wird. Und das, was dem Pinsel am wenigsten schadet, aber die Farbe am meisten angreift, das soll man genutzt werden. Meine Pinselseifen, die ich nutze, die haben den großen Vorteil, dass man die Pinsel über Nacht darin einweichen kann, weil man dann einfach die Form der Pinsel wiederherstellen kann. Und das ist das richtig Coole an der ganzen Geschichte. Weil manche Pinsel verlieren mit der Zeit ihre Form. Und durch diese Pinselseife entspannen sich die Pinselhaare wieder. Oder ganz oft ist es ja so, sie verlieren die Form, weil im Schaft hinten drinnen sich im Prinzip Farbpartikel ansammeln und somit vorne die Pinselhaare ein bisschen auf die Seite drücken. Und das ist das Problem, das eben viele Pinsel haben, deswegen werden sie schief und krumm. Und wenn du mit Pinselseife deine Pinsel über Nacht einweichst, also das heißt nicht im Wasser einweichen, sondern wirklich in Seifenlauge komplett einreiben und liegen lassen und am nächsten Tag dann auswäscht, dann ist die Chance, dass deine Pinsel wieder gerader sind, um einiges höher. Und das ist bei der Pinselseife gegeben. Ob das jetzt bei der Babyseife so ist, keine Ahnung.
Babyseife klingt aber auch sehr hautverträglich und dementsprechend auch für die Haare der Pinsel wahrscheinlich sehr, sehr gut. So. Ich habe gerade auf der Webseite von Partex geschaut. Deren Design ist eigentlich halbe Tose schwarz, halbe Tose gelb. Und dann haben sie ganz gerne auf einer Seite, und das machen wir hier runter, so einen leichten Schwung runter. Das ist so deren CI. Genau. Und da drinnen steht jetzt eigentlich auf weißem Untergrund in so einer komischen Raute Partex. Aber das machen wir erst später. Jetzt lassen wir das mal trocknen und versuchen mal rauszufinden, ob wir sonst irgendwo schwarze Bereiche haben. Naja, an und für sich können wir die Kamera auch gleich schwarz färben, weil die ja eigentlich auch schwarz ist. Oder halt die meisten Stellen schwarz sind. Da verdünne ich jetzt aber meine Farbe. Über ein Display fahren wir nicht drüber. Bei den Fingern wäre es nicht so tragisch, die kommen am Schluss. Also die Hautfarben mache ich in diesem Fall jetzt komplett am Schluss. So offensichtlich dunkle Objekte zu bemalen, ist sehr schwierig. Weil eigentlich ist eine Kamera nicht schwarz. Eigentlich gibt es viele kleine Abstufungen. Aber ich male jetzt mal die Basis auf schwarz und schaue dann, ob man mit leichten Grautönen oder mit leichten Silberakzenten oder so kleine Nuancen wieder rausarbeiten können, damit man eben die Form wieder erkennt und damit es nicht wie ein klassischer schwarzer Klumpen aussieht. Ich frage nur, ich habe mir so ein Baby Yoda ausgedruckt und wollte fragen, wie man den bemalt. Naja, vielleicht sollte ich auch einen ausdrucken und wir malen ihn in einem Livestream zusammen. Was haltest du davon? Oder was halten die Leute davon? Sollen wir mal ein Baby Yoda machen? Ich könnte den auch ausdrucken. Ist bestimmt interessant, mal nur mit grünen Teilen zu arbeiten. Ja, schreibt Kiki. Okay. Falls du es noch so lange aushaltest, mit dem Warten, weil das wird wahrscheinlich schon ein, zwei Wochen brauchen, bis ich den gedruckt habe, beziehungsweise bis wir die Zeit haben, den auszumalen oder anzumalen. Ich male den Display doch an und setze dann was drauf. Da wäre es natürlich jetzt geil, sich genauso groß wie der Display ist, ein kleines Bildchen auszudrucken, irgendwie in Photoshop so klein machen, dass man es ausdrucken kann und dann darauf kleben. Mit solchen Akzenten wäre schon geil zu arbeiten. Du brauchst das Set zum Malen. Die Farben meinst du, die ich habe? Die sind unten verlinkt. Die gibt es aber auch im kleineren Maßstab. Also du musst jetzt nicht gleich die Riesenbox kaufen, ne? Die Riesenbox kostet über 100 Euro. Du bist zwar Ewigkeiten dran mit solchen Farben, aber ich sag's nur. Also ich sag niemanden, kauf dir diese Box, weil du brauchst die. Nee, da hast du halt viele kleine Farbabspaltungen drinnen. Die Farben gibt es auch von Vallejo. Ja, gibt es auch, natürlich. Ich bin mit denen sehr gut unterwegs. Klein anfangen, ja eben. Ich glaube, man muss auch auf den Geschmack kommen, was ja voll in Ordnung ist. Nicht gleich voll viel Geld ausgeben. Ich habe diese Farben, ich habe den Satz zweimal. Einmal, da ist er schon fast leer. Und den habe ich von einem lieben Fan geschenkt bekommen. Auf einmal stand der Briefträger vor der Tür und hat das Teil hier mir gegeben und ich war einfach nur überglücklich.
Weil Farben sind wirklich, A, sind sie relativ teuer und B, bei mir halten die nicht allzu lange, weil ich nutze die halt für viele Sachen. Oh je. Ach so, ich brauche meine Brille, dann sehe ich vielleicht auch was. 1972, grüß dich, Paddy, schau mal an, was ich habe. Ich trage jetzt auch Brille. So wie du. Weil ich einfach nichts mehr sehe, weil ich genauso alt werde wie du bald mal. Aber jetzt erkenne ich wenigstens, was ich hier mache. Im Mikrobereich. Muss mal nach dem Duschen die Brille aufsetzen, da sehe ich auch wieder Sachen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Du bist noch nur halb so alt wie ich. Stimmt. Hast du vollkommen recht. Gut, wie schauen wir aus mit unserem Flammenwerfer hier? Oder Bunsenbrenner. Ja. Hier gibt es noch eine Stelle, die mir nicht gefällt. Die machen wir auch gleich schwarz. Das Teil hier. Paddy, falls du noch da bist, Glückwunsch und Respekt für dein großes Seefahrtsvideo, Containerschiff-Video. Hoch die Tassen, also wirklich, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal beim Paddy auf die Seite, der hat eine eigene Doku gemacht mit extrem geilen Bildern, weil er eine Reise mit einem Containerschiff nach Amerika gemacht hat, oder? Und hat daraus einfach einen Film gemacht. Hat da sogar ein Kino gemietet. Voll geil, Videopremiere und so. Ich miete mir ein Kino. Großartig, einfach geiles Projekt. Vor allem so ein Herzensprojekt, ne? Weil, seien wir uns mal ehrlich, das zahlt dir keiner. Das ist etwas, das musst du so machen. Einfach aus Leidenschaft. Und dann merkst du aber, dass es Leidenschaft ist, was da dahinter steckt. So, ich habe das nächste Level erreicht, Gleitsichtbrille. Ganz im Ernst, ich brauche auch eine. Ich kann hier den Text, ich habe mir hier auf meinem Monitor den YouTube-Text ganz groß aufgezogen, damit ich wenigstens irgendwas lesen kann. Ich glaube, die Schriftgröße ist hier 18 oder 19, aber also so sehe ich, auf die Entfernung sehe ich jetzt mit der Brille super, aber wenn ich darüber schaue, puh. Und ganz im Ernst, so sehe ich doch aus wie der Weihnachtsmann, oder? Jetzt gibt man mir noch ein dickes Buch und ein kleines Kind auf dem Schoß und dann kann ich in jedem Weihnachtsvideo perfekt den Santa Claus spielen, oder? Sketch hat im Februar ein Originalbild von Bob Ross gesehen, okay. Es gibt Tausende. Bob Ross hat tausende Bilder gemacht. Unfassbar eigentlich, oder? Soweit bin ich noch nicht. Ich sehe noch alles in klein, sofern ein bisschen weiter weg ist. Ja, eben genau das ist es. Aber irgendwann ist es so weit weg. Und dann merkst du, wird schwierig, ne? Und ich möchte keiner sein, der so Handys liest, ne? Bringt nichts. Moment, gerade ein wichtiges Foto bekommen. Mein Bruder, was der mir wieder Sachen schickt. Kameradisplays sind langsam echt ein Problem. Oh, okay. Früher konntest du, oder das kannst du immer noch, du kannst ja das Nukular, die Schärfe einstellen, Dioptrien, ne? Aber beim Display kannst du das halt nicht einstellen. Das wäre halt schön, wenn man das Display auf die Nähe so unscharf sieht, wie man es braucht, dass man es umgerechnet wieder scharf sehen kann. Wobei, ich glaube da, ich denke gerade falsch, aber so in die Richtung wäre es wahrscheinlich ziemlich cool. Sketch, die Lösung heißt Gleitsichtbrillen. Ja, der neue Typ hat auch Gleitsichtbrillen. Ich erinnere mich noch, mein Papa hat damals Gleitsichtbrillen bekommen und dem ist so schlecht geworden und schwindelig die ganze Zeit. Und beim Autofahren, hey, was der
am Radio sich vertippt hat, weil er nicht dieses nach unten schauen, nach oben schauen nicht gecheckt hat. Also das ist, glaube ich, echt eine Umstellung. Wenn du als normaler Brillenträger auf einmal auf Gleitsicht umstellst, ist das ziemlich schwierig. Das braucht eine Zeit. So, ganz im Ernst, wir könnten noch eine Propangasfirma da draufschreiben auf dem Bunsenbrenner, aber an und für sich ist der von der Basisfarbe hier so fertig. Okay, das reicht mal. Das ist eine Umstellung, ich brauche gut 3 Wochen. Willi, grüß dich. Kannst du den Fokus der Kamera ändern? Das Bild ist sehr unscharf. Das Problem ist, ich habe eine scheiß Kamera da oben. Die Kamera ist einfach miau. Es tut mir voll leid. Ich dachte heute, ich krieg's besser hin. Aber ich muss erst noch sparen, bis ich mir eine gute Kamera leisten kann. Oder das nächste Mal mit Blende 11 hier und richtig ausgeleuchtet hier zu arbeiten. Leute, wir haben 1 Stunde 54 Minuten. Wir haben mal die Basis soweit geschaffen. Es sieht teilweise schon ganz cool aus, teilweise noch absolut Banane. Aber ich merke, dass ich langsam müde Augen kriege. Und ich merke, nach 2 Stunden können wir ohne weiteres auch sagen, Timeout, Breakout, wir machen einfach vielleicht schon am Wochenende weiter. Ich beneide dich und deine Malkünste. Hey, hast du den Popeye gesehen? Ich muss jetzt kurz angehen. Also ich finde den echt cool. Den haben wir das letzte Mal gemacht. Und du als alter Seefahrer-Liebling, ne? Wer mag, ich bin noch im Voice auf Discord, schreibt Kiki und würde mich über ein Bläuschen freuen. Da könnt ihr ja gerne nochmal reinschauen. Vielleicht komme ich auch noch rein, aber der Popeye, der war das letzte Mal. Den haben wir in einem Stream, den haben wir fertig gemacht. Mit Anker und allem drum und dran. Schönes Ding. Boah, Popeye ist echt geil. Und die Pfeife vor allem. Die kann man auch als echter Seemann rauchen. Ja, so schaut's aus. Meine Damen, meine Herren, falls ihr von Discord keine Ahnung habt, lasst euch da nicht überrumpeln. Das ist überhaupt kein Stress. Unterhalb ist hoffentlich der Discord verlinkt. Schaut mal ganz kurz, ob das funktioniert, aber er müsste eigentlich unten verlinkt sein. Das ist wie Facebook, nur halt mein Facebook. Also eigentlich Kikis Facebook, die mir freundlicherweise eine Discord-Seite zur Verfügung gestellt hat. Da gibt es verschiedene Kategorien und eine davon ist eben auch Quatschen und Plaudern. Und da könnt ihr mit eurem Headset oder mit eurem Handy, mit der App oder auch einfach nur über den Provider, wollte ich schon sagen, über Google oder sonst irgendwas da reingehen. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Seht ihr, 2 Stunden quatschen und konzentrieren und der Schweighofer ist durch. Es braucht ein bisschen, bis Kiki euch freigeschalten hat. Also ihr müsst die Frage beantworten am Anfang. Ihr kriegt quasi, wenn ihr euch da anmeldet, eine Frage und dann könnt ihr mit Rat und Tat in der Discord-Gruppe mit sein. Die Discord-Gruppe hat eigene Bereiche, da geht es einerseits um Malen, andererseits um 3D-Drucken, dann haben wir auch Fotografie, wir haben Bildbearbeitung, alles was halt so Spaß macht. So. Die Regeln muss man bestätigen. Okay, wunderbar. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns gleich noch auf Discord oder wir sehen uns beim nächsten Stream und ich werde schauen, wenn es sich zeitlich ausgeht, schaffen wir das vielleicht sogar schon noch diese Woche. Unter Umständen am Sonntag. Mal schauen, dass wir hier weitermalen. Vielleicht kriegen wir sogar fertig. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Liken dieses Videos. Nochmal, ziemlich wichtig, dass ihr das macht. Was haben wir? 113. Okay, das ist aber ein guter Schnitt. Kann zwar locker auf 200 hochgehen, aber ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht genau. Und wir werden uns einfach wahrscheinlich auf Twitch sehen die nächsten Tage oder dann einfach Sonntag oder nächsten Donnerstag hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Peace, love and lasst euch Kreativität freien Lauf. Schweig Ober. Und jetzt hören wir noch ein bisschen Fahrstuhlmusik und dann sind wir out. Danke, baba.